Juhu und herzlich willkommen zu Gönn dir was, eurer Sensi-Beraterin. Ja, entschuldigt bitte, ich sehe schon ein bisschen zerstört aus. Es ist schon spät am Abend für mich. Wir haben jetzt schon 9 Uhr am Abend. aber ich muss euch noch gerade was zeigen. Und zwar morgen am Montag kommt Marvel und Disney. Ich habe fast Schnappatmung hier bekommen. Und so, jetzt muss ich mir hier mal noch ein paar Informationen aufrufen. So. Und zwar fangen wir an mit Groot. Kommt am Montag. Ne, als Buddy mit Sandpack und als Wachsbar. Geil. Ich habe jetzt nur schnell das eine Foto ausgedruckt. Aber der hat natürlich jede Menge Details hinten am Reißverschluss. Da ist auch noch so ein Blatt dran und. Also der ist richtig schön gemacht. Und, ja, Groot. Groot kommt. Hammer. Hammer, wirklich. Und das findet am Montag auch wieder mit Warteschleife statt. Also wie gewohnt, ne, ab 20 Uhr. Also an alle Marvel-Fans, Groot. So, und der Duft. So. Der Duft ist der Marvel-Duft. Nine Realms, ne? Nee, Realms. Oh, gell? Ihr wisst besser Bescheid. Limettenschale und blauem Tee hält sie mit dem Universum verbunden. Mit zusätzlicher Durchschlagskraft von Lavendelblitzen. So schnüffelt der Duft. Ja, und Groot kostet mit dem Sandpack zusammen, so wie er hier abgebildet ist, 50 Euro. So, und der Bar wieder 9,25 €. Das war Groot. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt Disney. Eine neue Willenslampe mit all den Bösewichtern. Queen of Evil, Ursula. Da muss ich gleich gucken. Nee, das hier ist Maleficent. So, es ist schon spät. Ursula, wartet. Kann ja hier gucken. Moment. Also, Maleficent, Ursula, Evil Queen. Wie heißen die anderen? Scar, Cruella de Vil, und Hades. So. Cruella, Scar, Hades, Evil Queen, Ursula und Maleficent. Das ist die Wachskollektion. Die drei kennt ihr vom letzten Jahr, als die andere Willenslampe rauskam. Und der hier ist neu. Dieser Duft heißt, so, wo ist er?
Dark and Devious, Devious, Devious. Oh. Ja, okay. Da ist drin. Ich muss mir das mal größer ziehen. Ich sehe hier nichts. Moment. Brütender, oh, schwarzer Pfeffer, Sternanis, Zimt. Jetzt ist es weg. Sorry, wie gesagt, es ist schon spät. Also, brütender schwarzer Pfeffer, Sternanis und Zimt fachen ein Komplott mit geräuchertem Absinth und uralter Hemlocktanne für ultimative Rache an. Moa, das ist aber hier. Das hört sich sehr, 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 sehr interessant an. Ja, die Lampe. So sieht die. Naja, da könnt ihr gar nichts erkennen, glaube ich. Ich guck mal hier, ob ich hier ein besseres Foto habe. Nee, leider nicht. Die Base. Die hat unten halt auch noch tolle Verzierung. Und das, ich kann euch das so gar nicht zeigen. Nee, das sieht man leider nicht. So sieht auf jeden Fall die Base aus. So sieht die Lampe komplett aus. Und hier oben hat sie auch noch. Oh, das ist der Deckel. Hammer. Und das sind die vier Düfte. Ich gucke jetzt mal gerade hier im Handy, ob ich euch das da besser zeigen kann. So sieht sie aus. Ja, mal Cruella. Unfassbar, was die da wieder gezaubert haben. Und so sieht sie aus, wenn sie an ist. Hätte ich mir das mit der Einlaminiererei auch sparen können. So. Ne? Maleficent, Ursula. Ursula und Cruella. So, ja, mehr Bilder habe ich. Ja, hier habe ich noch eins. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Mega, das ist der Schirm. Ja, also für alle, die auf Marvel stehen, die auf Disney stehen, freut euch am Montag. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also die drei anderen Düfte, die kenne ich ja, aber Dark and Divisions, das Cover finde ich auch cool. Guckt mal das Cover an. Da sind sie alle. Alle drauf. Und Hades hier von Herkules war das ja. Den habe ich früher auch gefeiert. Ey, ich fand den irgendwie total, ja, total witzig. Ja, und hier. Also, wie gesagt. Steht in den Startlöchern für alle die, die auf Marvel und Disney stehen und lieben und ja,
Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Disney-Fans und Marvel-Fans. Das ist eure Zeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Erfolg am Montag, dass ihr alle das bekommt, was ihr möchtet. Wie gesagt, mit Warteschleife, dann ist das ja ganz entspannt. Und ja, ich sage uns allen viel Glück und man sieht sich. Bis dann. Ciao.